und willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Ich musste gerade überlegen, was wir überhaupt hier spielen. Ich habe so viele Projekte noch so und... Oh, da waren Gegner und ich laufe genau rein. Ein fliegender Zeitkommensoldat. Naja, unsere Feinde sind hier klar, die von Zeitkomm. Warum, wieso, weshalb und warum das Ganze... Das finde ich an diesem Spiel auch so genial. Die Story entwickelt sich erst im Verlauf. Das finde ich sogar noch besser gemacht als in Final Fantasy 7. In Final Fantasy 7, da gibt es irgendwann eine klare Linie. Ah, hier mal gucken, was der so kann. Sterben kann er. Okay. Und in Final Fantasy 7 gibt es so eine gerade Linie bis hierhin. Und das war's. Also, dann weiß man ungefähr, ja, das ist zu tun. Wie zum Beispiel Sephiroth. Hauptfeind. Okay. Hier, in diesem Spiel, wird man so oft überrascht. So ein... Nein! Moment, gibt es so oft, dass ich mir auch bald denke, what the fuck? Ich wurde hier wirklich so überrascht und so viele Emotionen und jeder Charakter war wichtig. Das gab es auch wirklich nur bei solchen Spielen wie Final Fantasy 7. Dass jeder Charakter wichtig war und eingebunden wurde. Jeder hatte seine Story hier und jeder hat mit jedem was zu tun. Bei Final Fantasy 10 war es der Fall, ne. Da hatte irgendwie keiner mit was, mit irgendjemandem was zu tun. Außer dass Yuna halt die Beschwörerin war, das Medium und die anderen einfach nur Gefolgsleute. Zwar mit Charakter, aber so wirklich storylastig war das Spiel zum Beispiel nicht, obwohl es eines der besten Spiele von Final Fantasy ist. Ich finde den 10. Teil übrigens Hammer, gleich nach Final Fantasy 7. Aber der 13., den würde ich auch so in die Nähe tun. Preemptive strike. Rebels. So much for the element of surprise. Wo war ich stehen geblieben im Gegenstände-Tutorial? Nein, da war ich nicht stehen geblieben. Tutorial überspringen, weil ich hasse das. Brauche ich nicht. Überbewertet. Scheiß Gegenstände. Genau. Final Fantasy 13 ist für mich auch eins der, ja, besten Final Fantasies seit langem. Also, für mich spielt es sich verdammt geil. Pass auf! Turn back? There's no time. Then what do you suggest we do? Quiet. Hey. Hey! Wait! No, no, don't leave me! Let go! The hell no! You're my only way out of here! No! Get us across. Right there. Right? Looks that way. What the lightning? You leave this to me. Einfach mal den Zazz allein lassen. Und nein, nein, nein. Ah, oh, verdammt. Zu langsam. Stirbt, Hundis. Na los, kommt schon. Ah. Auf jeden Fall, wie ich schon gesagt, ich liebe dieses Final Fantasy. Spiele ich jetzt zum dritten Mal schon durch.
Ach ja, noch was, was sehr entscheidend ist. Der Hauptcharakter darf nicht sterben. Das heißt, wenn Lightning stirbt, ist die Party tot. Das heißt, es war sehr knapp. Aber ein Vorteil ist, wenn wir jetzt... Ach, jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Ah, wo war ich stehen geblieben? Ach, egal jetzt. Wo willst du hin? Jawohl. Oh. Ja, hier war ich schon. Wo kommst du denn her? Stimmt. Wir könnten nur noch nach da. Also was passiert mir öfters? Immer wenn ich mich auf irgendetwas konzentriere und rede, dann verliere ich den Faden und tschüss. Ich hoffe, es ist nicht dumm von mir, jetzt an einer Stelle nur zu speichern, weil ich denke mal, ja, es darf mir halt kein Fehler unterlaufen. Ich mache das kapitelweise am besten, obwohl die Kapitel strecken sich auch manchmal. Obwohl manche klein sind und manche lang. Es gibt, glaube ich, nur ein richtig langes Kapitel. Das ist das 11. Oh. Deep Ortiz, are we? Weapons down. I'd hate for this to turn ugly. Turn ugly? He wants to kill us without a fight. Time's up! Kampflos, geben wir uns nicht geschlagen. Serienbonus und Schock, Tutorium. Überspringen, komm. Der ist schnell geschockt. Denke ich mal. Und das Schöne an diesem Spiel ist, man muss nicht wirklich leveln. Ich habe immer versucht zu leveln, aber das war dumm. Ach ja, wenn die geschockt sind, kriegen sie übrigens mehr Schaden. Also 205% mehr Schaden bricht der. Das kann immer mehr werden. Und oh, 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 oh. Das war knapp. Stirb. Super. Und jetzt der Rest. Zum Glück sterben die noch so leicht durch normale Angriffe. So, Soldier. What's your angle? What? Classified military info? Huh? What's the matter? You quit, didn't you? Did you think I'm gonna go out there and just tell everybody your secret? See. My angle. I'm after the Foul Sea. Still happy you tagged along. Didn't have a choice. Not for this remark.
to the dangers of the world below. By choosing to leave Cocoon and participating in this migration. Migration? More like extermination. Huge. You stay here. So sorry. I didn't mean to. These people need heroes. Here. You keep your cool, and they will too. You got it? Got it. What's our motto? The Army's no match for Nora. That a boy. So, und jetzt spielen wir einen weiteren Charakter, sozusagen die dritte Runde. Snow. Übrigens einer meiner Lieblingscharaktere, ich finde den einfach nur cool. Seine Waffe ist sein Mantel. Warum sein Mantel? Ich habe keine Ahnung. Ich würde zwar eher denken, seine Fäuste, aber egal. Okay, und diesmal mache ich wirklich einen zweiten Speicher auf. Ich bin vorsichtig. Und ich denke mal, nee, noch beende ich den Part nicht. Sondern gleich beende ich ihn. Hep. Hep. Ah, this is crazy. Then take a nap. Really? Can I? Sure. And when we're taking a dirt nap, you can save them all. No, that's even worse. No dirt naps today. We're all in this together. Our enemy's the Cocoon Sanctum. Their dreaded Psycom, no less. What's the dread? Psycom's nothing but a whole bunch of bluster and bullying. They've got nothing on Nora. Well, we are the heroes after all. Let's prove it! Yeah! Yeah. Und wir haben sogar ein paar Mitglieder von unserem Team dabei. Haben wir, ja. Aber die sind keine Charakter in dem Sinne. Und ihr seht auch sofort, sein Mantel sieht komplett anders aus, wenn wir kämpfen. Soldiers everywhere. Yo, boss. What's the plan? Charge in, guns blazing. Hey, that's not a plan. Real heroes don't need plans. Richtig, Helden brauchen keinen Plan. What the fuck? Die warten nur auf uns. Na, da können wir nicht anders als stürmen. Handgranate. Vorsicht, Granate. Und macht sie fertig. Der ist geschockt. Die anderen haben so schöne Waffen. Die hätte ich auch gern. Ich schlag mich mit Fäusten. Was hat der da auf dem Rücken? Für ein Zeichen, so ein Tier. Ach, egal. Klamotten kommen mir so komisch vor. Das ist mir noch nie so aufgefallen bei diesen Klamotten. Same plan as always. Hit them hard and hit them again. So. Ich brauche nicht kämpfen, wenn ich nicht muss. Ah. Erst wenn ich Erfahrungspunkte bekomme, will ich richtig kämpfen. Einmal habe ich so gemacht, also beim ersten Durchspielen,
dass ich so lange an einer Stelle trainiert habe, bis ich wirklich Maximum erreicht habe. Also Maximum bis... also es ging ja nun ab einer bestimmten Stelle hoch. Und dann ab einem bestimmten Spielzeitraum konnte man höher leveln. Richtiges Leveln konnte man erst nach Ende des Spiels. Finde ich. You all okay? Hey, careful with those. Don't worry. No one's moving to Pulse today. We'll clear you a path out of here, so be ready Wait, to... Wait! Let me fight yeah, with you! You can't expect us to just sit here! Good help. Yep. Please, let us help! Okay then. Volunteers front and center. Here, take this one. This here you go. And one for you. Count me in. Here's yours. Take care now. Mom? Don't worry. Huh? So I just pulled it steady. Yeah, feels good. Yeah, nice. Can you show me again? You got it. That's how it works. You sure? Yeah. Moms are tough. Right. It's the last one, boss. All right, last one. Somebody take it. No, I can't. Yeah. Push comes to shove. Keep him safe. Bye. First impression of Snow? All told. All right, lay low and you'll be fine. We'll clear out the area. We're going home together! Come on! Everybody up! Right. New recruits, on me! Come on. Right. Time to go, kiddo. Ah, hier ist sogar ein Speicherpunkt. Ich denke mal, ich werde den Part dann noch beenden. Yay, Speicherpunkt, Speicherpunkt, Speicher, Speicher, Speicherpunkt. Und dann würde ich mal sagen, ich beende den Part hier und sage bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zwinita.